So Leute, eine Mission mache ich mit, beziehungsweise ein Part mache ich mit dem Mori jetzt noch. Danach, jetzt schon wieder welche weg. Danach eine kleine Session-Pause. Aber eine Dings machen wir noch zusammen. Eine Folge, es gibt's doch nicht ohne Scheiß, Mann, dass die Medis immer wegnehmen. Verpiss dich jetzt, ey. Du Lappen. Schade, er wurde nicht interrupted. Naja, hier ist irgendwo anscheinend einer sein, aber... Wurde mir gerade weggenommen, mein letzter. Da sind wieder zwei gefallene Streiter der Ordnung. Das war der heftige Kampf hier. Vielleicht kriegen wir es ja hin, diese Folge. Mal die Mission hier fertig zu machen. Ah, die spawnen auch echt so kacke, die Biester. Ist der immer noch, der ist immer noch die gleichen, oder? Ach komm, leck mich. Wie diese Questen wäre jetzt so was für ein Arsch, ey. Ohne Scheiß, Mann. Tja. Nur mal warten. Wird wieder was Neues kommen. Irgendjemand in der Gilde online? Nein, immer nur noch wir beide. Das ist ja ärgerlich. So, da ist einer rechts. Oh, nicht nur einer. Nice. Bam. Meine, alles meine. Wobei das viele untote Gardisten sind. Wobei ich dafür noch ein Kettenhemd brauche. Wow, sind das viele. Holy shit. Nice Sache. Echt cool. Also ich habe da gerade eine ganze Menge bekommen. Das hat mich sehr nach vorne gemacht für meine Mission. Kann man ja mal gucken, was haben wir denn so schönes hier. Müll und Müll. Und das Warnalexi ist genauso Müll. Wobei ist natürlich nicht schlecht. Ja, 25% Mana-Punkte pro Sekunde. Und stellt 100% der Mana-Punkte wieder her. Also anscheinend ein Instant-Effekt. Und dann halt nochmal was danach. Nicht übel. Verkaufst du was? Ein Silber. Das ist ja, ist doch relativ selten, das Ding. Ich kick dir mal, wie gesagt, aus der Dings raus. Ich hoffe, das ist okay für dich. Wie gesagt, ein Account pro... ein Charakter pro Account, so. Beziehungsweise pro Spieler. Pro Mensch. So, einen Wappenmod brauche ich noch. Ein einziger. Nochmal hier, okay. Jetzt spawnen die langsam wieder. Die haben echt eine hohe Respawn-Zeit. Holy shit. Nice. Der schreibt nicht mehr. Warum schreibt er nicht mehr? What the fuck? Merkwürdig. So, was haben wir hier noch? Habe ich. Okay. Jetzt müssen wir die Dinger hier suchen wieder. Es gibt's doch nicht, Leute. Wollt ihr mich verarschen? Warum schreibt ihr die Scheiße die ganze Zeit nicht? So ein Müll, Alter, ohne Scheiß, Mann. Ich mach mir doch nicht umsonst die Arbeit, hier zu schreiben, während ich von Gegner angegriffen werde. So. Ey, schon wieder, wollt ihr mich verarschen? Alle greifen diese Kackschleimer an. Und ich krieg die ganze Zeit nicht. Ich habe hier oben waren sie gewesen, ich hab sie gesehen. Ja, nächste online, ja? Seht ihr das? Ne, jetzt ist er schon wieder nicht online. Er leckt mich, ohne Scheiß. Ja, jetzt ist er online. Jetzt ist da hinten der Gegner. Ey, ich werde mich irre. Wo zum Geier? Da habe ich die nächste Herausforderung. Ah, verstehe. Nee, ist ein besonderes Ereignis. Ich brauche diese Schleime. 32. Zu stark. Wäre langweilig. Also 5 Level Unterschied maximal würde ich mitnehmen. Dann ansonsten ist öde. Ja, nice. Verzieh dich, Alter. Das sind meine... Ich glaube, du spinnst, ey. Das ist der Waldläufer wieder. Ups. Hast du ja auf Charakter wechseln. Jetzt ist der da hinten. Willst du mich verarschen? Wo gurken die Biester denn die ganze Zeit rum? Das ist lustig, wenn man also den Chat so ausgeblendet hat, dann sendet der ab und zu einfach nichts. Das ist langweilig. Das ist ja dumm. Das ist ja doof. So, da sind die nächsten Schleime. Nice. So viele Schleime. Okay, ich wollte mich zwar rein teleportieren, die Biester, aber gut. Dann halt nicht.
Nicht genug Mana, ach, leck mich. Ah, aber wenn ein Schleim kommt, weißt du, dann kommt eine richtig fette Horde jedes Mal. Gekillt. Jetzt muss ich da unten wieder hin, Alter, ich werd irre. Musste ich die ganze Zeit hin und her bewegen bei den Kackviechern. Aber glücklicherweise kommen hier mal eine ganze Menge. Da geht jetzt natürlich nur einer. Das ist jetzt keine unbedingt gute Menge. Aber ein neues Kettenhemd. Sehr schön. So. Mission mit Gegner jagen. Ätzen, wirklich. Oh Mann, ist er weg da oben? Ist er weg? Alter, das gibt's doch nicht. Das ist ein richtig beschissener Spawn, ist das. Ohne Scheiß. Schlagsee. Da kommt man nämlich nicht rein. Da muss man. Okay, wie komme ich hier rüber? Viecher. Scheiß Weg. Die spawnen wirklich genau in diesem ganzen verdammten See rum. Oh, nice. Kommt her. Da ist der nächste. Ich werde ihn gleich mal anlocken. Damit es meiner ist. Meiner! Ja, Stufe 22 mit 280.000. Oh, nice. Nächsten. Auch wenn es so normale Skelette sind, nehme ich auch. Oh, ja, stehen auch ein paar Kettenhemden dazwischendurch. So. Oh yeah, nochmal Schlack und nochmal Schlack. Schlamm, nicht Schlack. Nicht Schlacke, sondern Schlamm. Nächstes Kettenhemd. Schön. Und wieder zwei Kettenhemden. Noch schöner Magiersphäre. Bringt uns gerade nicht viel. Oh, aktuell keine Dings mehr hier am Leben, wa? Keine Schlemme. Tja, gerade muss ich warten auf eine neue. 32 in Zirkelmagier, 10 Stufen über. Okay, jetzt geht's wieder welche. Schnell hin. Was doof, dass das Reittier mal so lange braucht zum Beschwören, sonst würde ich ja die ganze Zeit benutzen damit, aber so lohnt sich es überhaupt gar nicht. Da ist es schneller gleich hinzulaufen. Ah, nice. Ach, geil. Geil. Das müssten dann auch wahrscheinlich die letzten sein. Ach du Scheiße. Verdammt. Ich muss dringend zu einem, zu einer, ja, danke, zu dem da. Die machen ganz guten Schaden, die Biester. Vor allem, wenn zu viele sind hier. Okay, wunderbar. Ich habe alle gesammelt. Achso, das ist Kettenhemd. Jetzt habe ich alle gesammelt. So. Was haben wir denn jetzt so Schönes vor uns? Wildnisgebiete Wilder Hainbräu könnten wir jetzt mal langsam gehen. Ich glaube, ich gehe jetzt mal ganz kurz erstmal in die neues Kettenhemd. Nice. Neues grünes. So. Nein! Oh, fick dich! Weißt du, bei meiner hat es auch so funktioniert, aber funktioniert. Stell dich doch mal vor mich, Alter, sonst kann ich nicht teleporten. Ich werde schon wieder angegriffen, ey. Hui! Aber jetzt wird. Ja, jetzt, ja. Jetzt wird's. Das ist fies, wa? Ja, ich bin auch wieder. Ja. Scheißviecher. Kommst du nicht weg, ey. Alter, sind die viele. Vor allem sind die stark, die Gegner. Ist er tot? Nee. Nice, oh, das wissen wir da dazu. Warum sind die viele? What the fuck, Alter, was ist mit euch verkehrt? Hat ihr schon lange keiner mehr durchgenudelt oder was? Dass ihr alle noch am Leben seid. Ich bin gleich tot. Ich bin tot. Ich bin. Wow, oh Gott. Gott, hab ich einen Luck, ey. Ich presse aber auch immer wieder ab, oder? Weil die Scheiße so dumm ist. Weil wenn du O drückst, dann bricht es manchmal selber ab. Also, fast nicht, auch nicht so ganz. Oh Gott, ich bin immer noch gleich tot. Oh oh. Oh oh, oh oh. Ich habe ein großes Problem. Weißt du, ob ich die Kettenhemden eigentlich mit ihm gerne farmen würde noch? Verdammt, ich bin gleich tot. Hi. Na? Auf geht's. Aua.
Okay, er killt sie, nice. Okay, weiter, weiter, weiter. Er verliert gar nicht so viel Leben wie ich. Total unfair. Dafür macht er aber auch nicht so viel Schaden wie ich. So, hier ist die nächste Stadt, falls sie die noch nicht hatte. Er hat sie, glaube ich, auch noch nicht gehabt. Warte, ob wir überhaupt da schon reinkommen, aber ich denke schon. Ich hoffe schon. So, manchmal. Kann man irgendwie die Chatgröße verändern? Oh, jetzt habe ich es abgebrochen. Filter für Sprache, die. Ne, will ich nicht. Okay, er ist hier, wunderbar. Ja, jetzt hat er eine neue Stadt entdeckt. So, wie du mir, so ich dir. Her damit. Ketten des Todes. Achso, habe ich immer noch aktiv. Ach, sind beides Wiederholungsmissionen. Wie ätzend ist das denn, ey? Und nächste. Nee. Das Tor muss ich andrücken. Na, na, 17 Annahmen wieder zu bekommen. Sehr schön. Nächste Mission fertig. Und da unten haben wir noch eine Mission. Nee, der ist es nicht. Der da ist es. Sehr schön. Ist das eine? Nein. Achso, jetzt muss ich nach Wurzeldingensen da hinten hin. Ich nehme sie einfach mal an. Weil ich sonst da sowieso keinen Platz. So, mal nur Gilde hier, oder? The fuck? Zeig mal nur Gilde an. Ich will keine scheiß Statusmeldungen haben. Glaubst du, ob ich auch nur Gilde klicke, Alter? So. Gut. Wo ist er denn? Ah, hier ist hier oben. Ja, gleich mal Werkzeug und so weiter reparieren, alles. 75 ist ja okay. Ich habe aber kaum was dabei. Erstmal halbes Inventar wieder leer, weil alle Gegenstände abgegeben. Nee. Dann möchte ich mal einschmelzen, die ganzen Gegenstände. Wir brauchen mehr Glyphen der Macht, weil ja bestimmte Items relativ viel davon kosten. Hier könnte ich es theoretisch schon machen. Habe ich schon ein bisschen mehr, aber nee. Hier könnte ich es auch schon machen. Kritische Trefferwertung plus 2,1, sonst ja aber auch nicht. 0,3. Hm, na gut. So, was haben wir sonst noch hier noch? Sehr in der Not bin ich ja aktuell noch dabei. Alle Wittensgebiete, ewige Heiler. Wenn wir jetzt mal in die ewigen Heim gehen. Jetzt bin ich anscheinend nämlich mit Level 3, nee, noch nicht ansatz, Level 22, stark genug. So, kommt er mir hinterher. Er steht da noch rum, da ist er. Dann gehe ich mal raus. Auch wenn wir so viel im ewigen Heim nicht mehr machen können, wenn die Zeit knapp ist, aber... Ah ja, werden wir schon hinkriegen. Warum hat er eigentlich so ein komisches Dingsymbol, so ein Kronensymbol über sich? Machen wir die Folge. Machen wir ein bisschen länger heute die Folge. Die jetzige Folge. Mich nur nicht erwischen lassen, dann ist alles in Ordnung. Er hat sich auch noch nicht erwischen lassen. So. Ewiger Hain. Wo läuft er lang? Ah, die Map. Ja, wunderbar. Achso, er hat sein Dings verloren, sein Reittier, aufgrund dessen, weil er angegriffen wurde. Akolytenrobin, legendär. Ist leider mega bad. So, reicht. Jetzt kommen wir hier. Ewiger Hain. Auf geht's, erste Mal, dass wir den ewigen Heim betreten. Mal schauen, wie das Ding so aussieht. Wow, was muss ich hier machen? Spinnfäden, okay. Muss ich lang, da unten bin ich, okay. Hier haben wir den ersten Reisestein wieder. Heißt, wir können jetzt hier hin teleportieren, wenn wir möchten. Doch, da ist er. Alter, warum sind hier so Millionen Fragezeichen? The fuck? Wir packen die mal ganz raus in größere Kampfinzenzen. Leider, schade, dass sie so müllig ist, diese Akolytenrobe. Donnern. Schreibt er? Oder warum bleibt er stehen? Noch mehr Wildherz. Yay. Oh Gott, ich bin vergiftet. Ist ja ekelhaft, die Spinnen dort. Schreibt er? Nein, hat er nicht geschrieben, oder? Hier nicht zum Boss, der ist zu stark. Okay. Werden wir sehen. Wir sind zu zweit. Kriegen wir hin. Achso, ne, für Tarikot diese Aufzeichnungen brauche ich. Er hat es anscheinend schon gespielt. Dieses Level. Interessant.
So, hi, wütendes Wurzelwesen. Nächsten Wurzelwesen, da sind sie alle. Ich lasse dich mal kämpfen. Oh, ich bin geroutet. Ich komme dir gleich zur Hilfe. Brauchst du Hilfe? Eigentlich nicht, oder? Und wieder eine Scherbe. 10 von diesen komischen Dingern brauche ich. Das heißt, wir können jetzt ja, hier mal langlaufen. Gehen wir mal irgendwo lang. Ah, ich werde schon wieder geroutet. Ich hasse das. Zumindest verlangsamt. Haben sie sich gerade schon umgedreht, ja? Hm, ja, okay, lass mal woanders lang. Die bringen mir anscheinend nicht viel. Die Biester. Dann gehen wir uns woanders die Dinger holen, die Aufzeichnungen. Ich bin hier. Aua, aua, hör auf damit. Ihr seid der Böse. Da kommt ein bisschen was. Auch wenn sie die meiste Agro schon wieder verloren, die meisten die Agro schon wieder verloren haben. Egal, ja, ich bin mega geslowt, holy shit. Nein, der läuft auch schon wieder weg. Ist auch egal. Nächste Spinne. Ja. Ich hasse so kleine giftige Spinnen. Na, ah, man kann ja nicht mehr entkommen, Alter. Holy shit. So, 7. Jetzt muss ich da hinten lang latschen. Die brauche ich jetzt eigentlich nicht, aber der universellen Heiltrank niedergelassen. Ist auch nicht schlecht. Fallen gelassen. I, Spinnen, I. Ist ja widerlich. Aber sie bringen mir meine Quest-Items. Ich will eine Sphärenscherbe, yay. Ich würde sagen, wir holen uns einfach noch die 3 Fragezeichen. Also die 3 Rest-Items, die wir noch brauchen. Und dann, ich laufe einfach mal an dem vorbei. 2 jetzt nur noch. Ekelhaft. Nein, geroutet. Und nochmal geroutet. Und nochmal geroutet. Oh, Gene werden schön schwach, wenn er die angreift. Mit seinem komischen Skill. Glaube ich. So fühlt sich's zumindest an. Gott, bin ich langsam. Holy shit. So, dann haben wir zumindest von denen ja schon mal alle weg. Nur theoretisch schon diese kleinen Spinnen besiegen. Ich denke, einen Kampf machen wir noch, dann höre ich auf mit der aktuellen Session. Dann machen wir beim nächsten Mal wieder weiter. Dann hat der Mori eine Weile mit mir gespielt. Okay. Bin gleich tot. Ist der tot? Ne, ist er noch nicht. Wollte schon sagen, kann doch nicht sein. Aber, er will nicht leben. 12 von 30 Spinnenfäden gesammelt. Ich gehe back to home. Back to home. So, da haben wir sogar noch eine Mission fertig. Der wird sich auch hierhin teleportieren. Ja. Und dann haben wir im nächsten Mal dann wieder weiter. Ja, gehen wir das so ganz kurz ab. Ah, jetzt muss ich schon wieder dahin. Aber egal, siehst du, muss ich sowieso hin. Na dann, viel Spaß noch. Bis zum nächsten Mal. Alles klar, Freunde, und damit verabschiede ich mich auch von euch erst einmal. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder von Drakensang Online. Mal gucken, mit wem wir dann spielen. Vielleicht machen wir dann eine 3er-, 4er-Gruppe, wie auch immer. Dann metzen wir die gesamten Maps nieder.
Tja, auf jeden Fall vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Folge von Draken sei online. Wer mitspielen möchte und der Gilde Darks Army beitreten möchte, Videobeschreibung findet ihr den Link zum Spiel. Und ja, Darks Army seht ihr ja, könnt ihr euch, beziehungsweise den euren Ingame-Namen unter dem Video dalassen, damit ich euch einladen kann. Und wie gesagt, pro Mensch nur ein einziger Account, damit hier genug Leute reinkommen können. Und so weiter. Ja, Freunde, haut rein, bis zum nächsten Mal bei Drakensang Online. Ciao.